Dies ist der Fall einer 62-jährigen Patientin, die durch eine Läsion des Nervus vagus im Rahmen einer zweimalig erfolgten Fundoplicatio eine Magenentleerungsstörung entwickelt hatte. Sie berichtete von postprandialem Völlegefühl und teils krampfartigen Oberbauchbeschwerden. Aufgrund eines endoskopisch festgestellten Pylorospasmus sowie einer pathologischen Magenentleerungsszintigraphie hatte sie bereits mehrfache Ballondilatationen und Botox-Injektionen im Bereich des Pylorus erhalten. Dies hatte jeweils nur zu einer Beschwerdebesserung von 2 bis 3 Wochen geführt. Da die Patientin bat, von einer neuerlichen Operation abzusehen, entschieden wir uns gemeinsam mit der Patientin zur Durchführung einer peroralen endoskopischen Myotomie des Pylorusmuskels, einer sogenannten gastrischen POEM. Der Pylorus ist verengt. Der Magen ist nach 3-tägiger Karenz von festen Speisen entleert. Im Bereich der späteren Mucosa-Inzision erfolgt 5 cm vom Pylorus entfernt eine Unterspritzung mit Glyceroosteril und Indigocaramin. Die Inzision für den Eingang in den späteren Submucosa-Tunnel wird gesetzt. Es wird ein ESD-Messer, Flush Knife, verwendet, mit dem man im Wechsel schneiden und unterspritzen kann. Durch weiteres Unterspritzen, Koagulation und sanften Vorschub mit der Kappe kann der Eintritt in den Tunnel erzeugt werden. Sehr klar zeigt sich die spinnennetzartige blau gefärbte Submucosa. Mit Koagulationsstrom wird sie Stück für Stück durchtrennt. Es wird darauf geachtet, immer so weit wie möglich von der Mucosa entfernt zu bleiben, zur Vermeidung einer Perforation in das echte Magenlumen. Es wird auch immer wieder Flüssigkeit injiziert. Jetzt zeigt sich als weißliche, abgerundete Struktur der Muskelring des Pylorus. Es wird eine Markierung für die spätere Myotomie gesetzt. Kave, nicht durch die Mucosa in den Bulbus duodeni schneiden. Jetzt beginnt die Myotomie mit Koagulationsstrom und unter langsamem Rückzug des Endoskops. Der Pylorusmuskel spreitet sich auf. Die Myotomie wird vorsichtig fortgesetzt, bis praktisch alle Muskelfasern im Pylorusbereich durchtrennt sind. Der Pylorus ist erschlafft. Es folgt die Erweiterung der Myotomie 2 cm nach proximal. Der Tunneleingang wird mit Clips verschlossen.